Sophie hat hier das Spielzeug schon entdeckt. Die Hunde. Geh mal raus von da. Hast du die Hunde? Nicht mehr. Lucy. Jetzt, wo ich meine Ohren in dieser Phase schon gut gemacht habe. Ich muss die Kleine. Ich habe gewusst, dass Michelle ein paar gekriegt hat. Aber wir haben auch was gekriegt, ja? Da kann ich mal noch was gekriegt. Schau mal, du hast lieber seinen eigenen Controller. Endlich. Da kannst du zu zweit zocken. Aber jetzt ist Schokolade. Ich esse sie dann. Nein, dir keine Sorgen, der wird nicht verrotten. Nein, ich brauche eine sehr große Schokolade. Obwohl der nicht mal Schuhe hat. Wow! Schon der Pieper da arbeitet. Ah, deswegen macht es Sophie so gern. Einmal lass die Sophie aus für ihr Geschenk. Ja, Sophie. Sophie, wo ist dein Geschenk? Ja, oh, so ein braves Mädchen, sie weiß es doch vor. Lass sie offen. Komm, der Nikolaus war da. Müsst ihr ihn merken? Gott, der Nikolaus war da. Die Mama hat mich gerade überwältigt. Moment. Ah, da sagen die Hunde, wow, dein Nikolaus ist da. Hey. So, Bella. Das ist meine Schokolade. Die Rand. Da ist noch eins. Hallo. Ja, wie zwei kleine Kinder, oder? Ja, voll. Bella. 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 Das ist mein. Wow! Was macht sie da? Ja, ich nehme meine Schüttel mir. Nicht, dass irgendwas ein Geschenk am Boden fällt und sagen, die Mama geht dir. Wow! Und das geht auch nicht. Meine Güte. Wow! Sie immer so nah. Aber nimm mal diese kleine Box. Das? Riech mal da. Boah, das riecht gut, oder? Das ist das. Hat der Nikolaus den Papa in den Teller gebracht? Ich bin schmutzig. Der Nikolaus weiß, dass du so ein nachhaltiger Typ bist. Wow, und dann habe ich noch Räucherstäbchen. Ulala. Die Claire ausprobiert. Ich werde die Claire ausprobieren. Hey, Sophie. Und dann habe ich noch. Oh, ich habe ich alles. Hast du auch? Und schau mal, was ich gekriegt habe. Ein Herzwerfer. Und man könnte es für Philipp. Ja. Das muss man dort lassen. Lass dort. Und was hast du noch bekommen? Ja. Wow. Cool, oder? Ja, definitiv. Und? Waren wir brav, Lara? Ich denke schon. Der Philipp auch. Dafür hat er eine Fernbedienung. Ah, die Kinder waren die bravsten, glaube ich. Die haben mehr bekommen, oder? Ach, wie? So, können wir uns anziehen? Das Kleid, Alter, kriegt er mit. Ja, wir haben alle nur wenige. Nikolaus bringt immer nur ein Geschenk und dafür viel Süßigkeiten, oder? Aber der Weihnachtsmann bringt dann mehr. Und Nikolaus hat keine große Schokolade. Und sie ist sehr narisch mit Schokolade. Sie geht sehr nervig. Pim, schau mal, der Nikolaus hat da. Das ist nur für dich. Hm? Was essen? Hm? Na gut, schauen wir mal. Schau mal, Piff, Piff. Schau mal, was der Papa dir gibt. Das ist von Nikolaus. Oh mein Gott. Oh la la. Piff. Oh. Jetzt habe ich dem Piff sein Geschenk. Wow, Pivon, was sagst du? Danke, lieber Nikolaus. Du hast was sehr Besonderes, was
Da bin ich beim Bravo-Kater. Ja, immer. Wir bringen Mäuse nach Hause. Aber das ist sehr Besonderes, ist doch sehr gut. Hast du gehört, du hast etwas Besonderes gesehen. Schau mal. Komm, hey. Will ich das am Boden lassen? Ja, hallo. Ja? Philipp, sag mal, der Nikolaus hat da. Sehr laut. Er darf aber nicht diese Schokolade haben. Nein. Das ist genau der Mama. Der Backofen ist fertig. Mama, hey, Billy. Nein, die lassen mich wissen. Gib ihm das. Deine Fernbedienung. Hey, warum machst du das kaputt? Schau mal. Cool, oder? Cool. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben heute Nikolaus, wie ihr gesehen habt. Also heute ist Montag, der 6. Und die Kinder haben heute die Stiefelchen, die sie gestern Abend schön brav hingestellt haben, mit einem Spielzeug hatten sie jeweils. Was denn? Schöne Zeit der Ära 1 und 2 fotografieren und den zweiten. Nur den zweiten, nicht mal. Ja. Wir sind gerade nämlich so, der Papa war jetzt kurz da. Wir haben jetzt ein Fotoshooting. Und deswegen noch keine Zeit gehabt, uns zu melden. Also in der Früh gleich mit Nikolaus gestartet und jetzt Fotoshooting für unseren Hühler-Account. Haben wir nämlich einen Fotografen da. Und so schaut das aus. Der Michael ist hier. Ich werde ihn euch verlinken. Der Michael ist nämlich ein Fotograf aus Wien und der ist jetzt bei uns und macht quasi ja so ein bisschen Produktfotoshooting. Aber der macht auch Personenfotoshooting. Besser gesagt, macht er alles Mögliche an Shootings, was ihr euch vorstellen könnt. Man kann ihn für Taufen, Events buchen, an. Events, genau. Ja. Oder wenn ihr auch so Fotos für euch braucht. Er hat ein Studio. Deshalb, ich weiß nicht, wie ist das eigentlich jetzt mit dem Corona? Nach Terminvereinbarung habe ich es geöffnet derzeit. Das heißt auch für Das heißt, Foto oder sonst wenn man etwas dringend schnell braucht. Aha, das ist interessant zu wissen. Das heißt, auch wenn es geschlossen ist, wenn man einen Termin ausmacht und was braucht, dann kann man vorbeikommen. Ich werde ihn euch verlinken. Michael Kreuzer im 16. Bezirk ist das Studio. Und ich werde die Daten alle reinpacken. Meldet euch gerne bei ihm. Und wir werden uns ein bisschen auf unser Shooting hier konzentrieren und melden uns dann später. Und falls ihr das Endergebnis sehen wollt, dann folgt uns auf Diamant Mr. Glee und folgt auch dem Michael auf Instagram. Ich werde ihn euch auf jeden Fall hier nochmal verlinken und auch unten in der Infobox, deswegen abchecken. Gerade im Auto unterwegs. Unser Fotoshooting ist fertig und jetzt sind wir gerade auf dem Weg zu McDonald's. Also besser gesagt, wir holen zuerst die Michelle von der Schule ab und die Kleinen sind hinten. Wir haben heute natürlich null Zeit zum Kochen gehabt. Wir haben ja gewusst, dass der Vormittag doch, ja, dass wir das zum Fotografieren nutzen müssen und werden und deswegen gehen wir jetzt zu McDonald's. Ja, wir gönnen uns heute McDonald's. Also zur Freude von mir und den Kindern. Gehst du auch gerne zu McDonald's? Wenn du hungrig bist, dann schon, gell? Ja. Der Papa muss es jetzt nicht so oft haben wie wir, ehrlich gesagt, aber wenn er hungrig ist, ist es ihm recht. Hauptsache Bauchvoll, gell? Ich sage nicht nein, definitiv. Ja, und der Patrick hat heute Matura-Training, deswegen kommt er später nach Hause, aber die sind eben im Auto unterwegs, das heißt. Weg mehr oder weniger. Papa, immer sparen, gell? Nein, das war nicht. Ja, und wenn wir dann zu Hause sind, müssen wir uns auf jeden Fall müssen wir ein bisschen aufräumen, weil wir haben das einfach so gelassen, wie es vom Fotoshooting nach links nach rechts geräumt. Ich muss dann auch das Bett beziehen, weil ich habe alles runtergeschmissen, weil wir wollten das alles fotografieren. Und wenn ihr das, wie gesagt, sehen wollt, dann müsst ihr mal auf unserem Instagram vorbeischauen. Das ist mein Burger, der ist recht fettig, schaut der aus. Aber so muss das sein.
damit schmeckt, oder? Ja. Wir gönnen uns jetzt mal. Ein großer Lob am Chef, am Kochchef. Am Chefkoch. Kochchef. Kochchef. Habe ich gut gesagt, du hast es mal gesagt. Chefkoch heißt das. Kochchef. Ja. Papa, Chefkoch. Entschuldigung. Wir haben seit dem McDonald's gar nicht mehr gevloggt. Ich sag's, wir sind nach Hause gekommen, in vollem Stress. Der Papa hat das Video geschnitten, den Vlog, dann hat er sich angezogen. Dann habe ich das Video weitergeschnitten. Währenddessen habe ich eine Story für Ocean's Apart gemacht. Ich war bei Physiotherapie in der Zwischenzeit, wir sind seit circa eine Stunde zu Hause. Dann haben wir mit dem Hühler ein bisschen sauber gemacht, weil ja, wir fürs Shooting die Matratzen abgezogen haben. Und da haben wir gedacht, naja, wenn die Matratze schon abgezogen ist, dann machen wir sie auch gleich sauber. Entfernen wir gleich die Milben. Ja, genau. Und deswegen waren wir jetzt damit beschäftigt. Wir haben jetzt viel Instagram-Story und sowas gemacht, ja. Aber in der Zwischenzeit ist was richtig Cooles gekommen. Das habe ich mir nicht bestellt. Ich habe mir nämlich ein Mikrofon bestellt. Für unsere Vlog-Kamera. Und die werden wir, haben wir die jetzt montieren? Nein, beim nächsten Vlog. Also cool, oder? Den Unterschied zu hören. Dann können wir vielleicht auch draußen vloggen und dann hören wir den Wind auch nicht mehr. Ja, weil da, es gibt auch so ein Puschel dabei, seht ihr? Genau. Sollen wir es mal kurz anschließen, damit wir wirklich den direkten Vergleich haben? Nur so mal kurz, ganz schnell. Wie machen wir das auch jetzt? Sophie, das ist nervig, du. Sophie ist so gierig auf Essen, auf Trockenfutter. Dieser Hund liebt Trockenfutter. Es ist einfach, wenn Trockenfutter da ist, darf niemand am Trockenfutter vorbeigehen. Dieses Geräusch übrigens, hört ihr das? Außer Sophie. Das ist der Hühler, der jetzt noch rennt mit seiner Luftwäsche. Wow, schaut aus wie ein Hase. Ja, stimmt schon. Ja, voll cool. Ich bin gespannt, wie das da anhört. Wo ist das Mikro? Also da. Da, oder? Ich dachte so, wo ist das Mikro? Ja, weil ich für mich. Oh mein Gott, die Leute werden uns echt dumm anschauen, wenn wir das so herumlaufen. Das ist ein bussiges Zeug, oder? Ja. Okay, du hast den Hasen ausgezogen. So, das brauchen wir jetzt auf einmal in erster Linie. Ich bin mega gespannt, wie das hier anhört. Wie das Unterschied auch ja. Ist, gell? Bin ich auch wirklich gespannt. Also, Häschen, Popo, rein. Naja, schaut aus wie so ein Popo, oder? Ich glaube, es ist ja wurscht, oder? Wo was reinkommt. So. Dann, wenn wir kurz den Screen umlegen, weil sonst geht's nicht. So, oder? Ja, und jetzt passt das wohin? Jetzt muss ich das da anstecken. Bin ja mal gespannt, ob das so in einem funktioniert. Wir werden es sehen. Warte, ich tue mal das Mikro rauf, kurz. Wow. Ja, gut. Und jetzt, Fokus jetzt abgebrochen. So, alles klar. Herr Kommissar? So, jetzt müsste eigentlich bessere Audios kommen. Hoffe ich. Wir hören das nicht. Wir hört ihr uns? Hört ihr uns? Machen Sie ein Zeichen. Schon spannend. Hoffentlich geht dieses Audio weiter. Wenn nicht, werden wir es dann nicht sehen. Ja. Voll cool, wenn ihr es wisst, wenn ihr sehen könnt, wie unsere Kamera ausschaut. Ich zeig's euch morgen im Vlog. Ne, film ich kurz mal in den Spiegel. Schaut mal spacig aus. Ja, das hat das wirklich ein kleines Häschen. Ja. Ja, wir haben auf jeden Fall noch etwas dazu bestellt, weil wenn wir nämlich jetzt das Mikrofon haben, dann kann man das Display nicht sehen, aber wir haben was dazu bestellt, muss der Papa heute vielleicht ein bisschen, vielleicht ist es eh schnell gemacht, gell? Das ist es, ist, oder? Schauen wir mal. Wenn wir dann auch noch machen, dann müssen wir noch was essen und dann müssen wir noch die Kinder ins Bett bringen und... Gottes Willen. Ist das eine Erwachsene-Sicherung? Ja, genau. Das ist ein Gehäuse für unsere Kamera. Wisst ihr, was ich mir überlegt habe? Weil ich bekomme immer so oft die Fragen, wo hast du das her, wo hast du das her, dass ich mir so eine eigene Amazon-Seite mache und es dann über Kategorien euch alles verlinke. Egal, ob es jetzt Technik ist, Spielzeug oder... Sachen, die ich im Haushalt nutze oder Kosmetik, weil ihr, das verlinke ich euch dann einfach, dann könnt ihr euch einfach immer gucken. Aber schaut schön aus, gell? Aber der Griff fühlt sich wirklich sehr schön an, ne? Ja, ja, stimmt. Ist so wie der, ne? Der ist unsere schon abgenutzter. Also so war der früher auch? Ich glaube, ja. Wahnsinn. Ja, gut, mein Lieben, wir werden jetzt, glaube ich, uns vom Vlog verabschieden, weil es wird hier zu viel und wir müssen uns kurz auf das, wir schnell essen und die Kinder zu Bett kriegen, weil sonst genau. Morgen Schule, morgen ist das. Und Halligarin. Ja. Deswegen, wir sehen uns morgen wieder, nehmen wir euch wieder morgen mit. Also, tschüss. Tschüss.